So, ja, was macht man da dem lieben Topper zuliebe? Naja, Topper, danke für die Anregung, für die festlichen 50. Ja, nach einer Uhr bin ich jetzt bei Kilometer 99 und na, die letzten Kilometer auf die 100, den machen wir jetzt auch noch. Bis jetzt habe ich nicht sehr viel festgehalten, weil es ein praktikabel wäre. Viel von dem, was wir gegangen sind, bei entweder bei Finsternis oder über Anlaufen. Wir sind da erinnern im Gasteinertal im Nassfeld, also im hintersten Talschluss, schon im Nationalpark Hohe Tauern. Man sieht südseitig, sind einige Lawinen abgegangen bis am Grund. Da ist es erdig. Beim letzten großen Schneefall war das wirklich ein Problem, das auch gesperrt war für mehrere Tage, also Urlaub wirklich um einige Tage später erst antreten können. Ja, aber eine tolle Landschaft auf jeden Fall. Die Mama ist abenteuerlustig. Die hat zugestimmt, dass sie zu so später Stunde noch rennt, damit wir da auf die 100 Kilometer kommen. Ja, Sportgasteiner freut seine Besucher mit einer hervorragenden Infrastruktur an ungefähr 12 Kilometer Rücken und ca. 7 Kilometer Winterwanderweg. Und denke ich, der Pistengeräte wahre Wunder vollbringt. Schon, dass weniger Leute gehen. Na, dann Boden schaut, man sieht noch immer die Struktur vom Pistengerät. Ja. Interessanterweise war heute den ganzen Tag die Gondelbahn bis auf 2700 Meter Seehöhe in Betrieb, trotz des stürmischen Windes. Die war nicht klein zu kriegen. Bordgasteine ist auch kein richtiger bewohnter Ort. Das ist ein altes Bergbaugebiet. Ein paar Häuser von Bergbausteinen auch noch, ein paar im Hinten gibt es. Mehr nicht. Da aus Norden kommt schon deutlich erkennbar die schwarze Luft, gell? Ja, zum Glück sind es noch bei wenigen 100 Metern und dann sind wir auch wieder im Vorwand um den Druck, aber es ist ein Tee verdient, ja, der Verliebten. Die letzten unentwegten Langläufer sind da. Der eine ist die Schneeschuhtourengeherin, der andere ist tatsächlich ein Langläufer. Ja, Topper, laut Uhr über 100 Kilometer und das endgültige Ergebnis, das gibt es dann aber aus der warmen Stube. Also, wie unschwer zu erkennen ist, werden da auch Pferdeschlittenfahrten angeboten. Sherlock Horns schlägt wieder zu. Aber also 2023 war ja wirklich ein beschissenes Jahr. Na, Bella, hast du die Abendbeschäftigung in der Hand? Ja. Das ist eine gute Abendbeschäftigung, gell? Ja. Ja, Silvesterabend ist ja länger als sonst. Was tut man denn auch in einer fast schon eingeschneiten Berghütte? Für heute Abend ist 20 cm Neuschnee prognostiziert. Das heißt, das wird wirklich ein ziemlicher stiller Jahreswechsel werden. 4,77 Kilometer heute noch einmal geträgt zurückgelegt. Das heißt also, es waren insgesamt 100,76 Kilometer plus so ungefähr 5, die was wir eigentlich gar nicht geträgt haben, weil wir irgendwo einkaufen oder sonst wo unterwegs waren. Weil die Mama nämlich ihre Krödel verloren hat. Ja, wie wieder. Du bist schuld, dass wir mehr gegangen sind. Zeit für einen besinnlichen Jahresausgang. Lieber Topper, noch einmal danke für diese Anregung, diese festlichen 50, finde ich total witzig. Ich möchte auch schöne Grüße an alle richten, die sich dazu inspirieren haben lassen, daran teilzunehmen und auch fleißig gewesen sind und rausgegangen sind über die Weihnachtsfeiertage. Wird sicher niemandem gesundheitlich geschadet haben. Wie schon erwähnt und gezeigt, das Jahr 2023 war für mich wirklich ein beschissen. Trotzdem möchte ich mich auch bei allen jenen bedanken, denen ich in dem vergangenen Jahr nicht egal gewesen bin. Unter anderem
dem Radl-Wadl, auch dem Jochen Bergwechsel-Gamma und natürlich auch dem Peter von Ich am Weg. Ich wünsche allen ein gesundes und glückliches neues Jahr 2024 und man wird hoffentlich dann auch wieder mehr von mir sehen. Und bis dann hast du mir, ich bin Frau dabei. Und ich bin Bella. Und vielleicht sieht man sich auch mal auf einer anderen Tour.